Vielen Dank, Jaromir, für deine Grußworte. Und jetzt möchte ich den Pfarrer Hans Löhr zu uns bitten. Ah, da drüben ist er. Sein Grußwort. Vielen Dank dafür, dass ich eingeladen worden bin, jetzt nochmal ein Grußwort zu sprechen bei der Auftaktkundgebung zum Ostermarsch 2016. Die Rede halte ich für euch, liebe Friedensfreunde, für alle diejenigen, die wollen, dass diese Airbase hier wieder verschwindet. Aber ich richte sie an diejenigen, deretwegen wir jetzt hier sind. Angehörige der US-Streitkräfte, wir stehen nun wieder vor eurer Kaserne, um Klartext zu reden, um euch zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir wollen, dass ihr Katterbach verlasst und sagen deshalb Abzug jetzt. Wir wollen nicht länger die Handlanger eurer Militär- und Kriegspolitik sein und sagen Abzug jetzt. Wo immer ihr in den letzten Jahren Krieg geführt habt, da seid ihr mit euren Militärbasen geblieben, habt euch dort eingenistet. Warum macht ihr es nicht den russischen Truppen gleich, die vor 22 Jahren aus unserem Land abgezogen sind? Ihr seid immer noch da, so überflüssig wie ein Kropf. Denn eure Anwesenheit macht den Frieden nicht sicherer, sondern den Krieg wahrscheinlicher. Wenn ein Koch dich um ein Messer bittet, dann kannst du es ihm geben, wenn er damit kocht. Wenn er damit aber andere umbringt, dann machst du dich zum Komplizen, wirst selbst ein Mörder. Wir wollen unser Land nicht mehr als Basis für die schmutzigen US-Drohnenkriege hergeben. Wir wollen nicht länger eure Komplizen sein, wenn ihr wieder einmal angeblich im Namen von Freiheit und Demokratie, in Wirklichkeit aber im Namen von Habgier und Machtgier Kriege führt und Völker unterdrückt. Ich schäme mich für mein Land, weil so viele politisch Verantwortliche bei uns keine Selbstachtung haben und sich eure Militärpolitik unterwürfig verhalten und gefallen lassen. Sie stellen unser Land für eure Kriege zur Verfügung und lassen sich zum Dank dafür von euch ausspionieren. Wir stehen hier vor euren Kasernen nicht nur wegen des unerträglichen Lärms, den die Kriegsmaschinen machen. Wir stehen hier, weil wir eure Kriege insgesamt ablehnen und darum auch eure Militärpräsenz in unserem Land. Wir stehen hier, weil wir euch im Namen der zahllosen Opfer anklagen, die ihr seit Jahrzehnten auf dem Gewissen habt. Jeder Kampfhubschrauber, der über unseren Häusern fliegt, raubt nicht nur unseren Kindern den Schlaf, sondern erinnert auch an die Kinder von Vietnam, die ihr mit Napalm verbrannt habt und mit Agent Orange vergiftet. Noch heute sterben zahllose vietnamesische Kinder an Herzkrankheiten, weil das Gift Agent Orange in die Keimbahn gelangt ist und weiter vererbt wird von Generation zu Generation. Ihr selbst kümmert euch nicht darum. Euch sind die Kinder egal. Es müssen andere sein, die sich hier engagieren und helfen, wie es möglich ist. Jeder Kampfhubschrauber über unseren Dörfern erinnert daran, dass ihr es wart, die den Irak und Libyen ins Chaos gestürzt und den Nährboden für Al-Qaida und den Islamischen Staat bereitet haben. Erst habt ihr Osama Bin Laden aufgerüstet und ebenso Saddam Hussein und anschließend habt ihr sie wieder bekämpft. Wir wollen diesen Irrsinn nicht mehr länger mitmachen oder unterstützen. Mit dieser zynischen Politik haben wir nichts zu tun. Jeder Kampfhubschrauber über den Friedhöfen in unserem Land erinnert daran, dass eure Politik, euer Militär, eure Geheimdienste mitverantwortlich sind für das Leid in Syrien und die vielen Flüchtlinge. Doch ihr stehlt euch aus der Verantwortung und seid nicht bereit, eine nennenswerte Zahl dieser Flüchtlinge bei euch aufzunehmen. Darum sagen wir, zieht endlich ab, macht die Kasernen frei, damit wir auch den Flüchtlingen wieder ein Dach über den Kopf geben können.
Wir sagen euch aber auch, ihr seid uns durchaus willkommen als Gäste, als Studenten, als Touristen, als Geschäftsleute, als Sportler, als Künstler. Als solche sind wir gern eure Freunde. Aber ihr seid uns nicht willkommen als Soldaten, Spione, Geheimagenten, als Lügner und Drohnenmörder. Als solche wollen wir euch nicht bei uns haben. Ein amerikanisches Sprichwort sagt: When soldiers go, peace comes. Peace comes. Man kann das Ganze auch umdrehen und sagen: When soldiers come, war comes. Wir wollen, dass ihr geht, damit Frieden kommen kann. Nicht nur bei uns, sondern weltweit. Geht also nach Hause und bringt doch endlich mal euer eigenes Land in Ordnung, bevor ihr euch in anderen Ländern als Ordnungsmacht aufspielt. Kümmert euch endlich mal um euch selbst und lasst uns in Frieden. Wir kommen auch ganz gut ohne euch zurecht. Und darum sagen wir noch einmal Abzug jetzt. Abzug aus Katterbach, aus allen Militärbasen in unserem Land und weltweit. Bye bye, GI. Und nun dazu noch ein Gedicht. Müssen wir täglich die Hubschrauber sehen, die drohend an unserem Himmel stehen? Wir hören Tag und Nacht das Dröhnen, wir wollen uns daran nicht gewöhnen. Ihr sagt, es sei für die Sicherheit, doch stattdessen seid ihr zum Krieg bereit. Ihr übt das Töten in unserem Land und lenkt die Drohnen mit eiskalter Hand. Ihr löscht, wo ihr wollt, das Leben aus, zerstört erbarmungslos Hof und Haus. Ihr tötet bewusst auch Kinder und Frauen und verlangt von uns, nicht hinzuschauen. Ihr späht uns aus mit Spitzeln und Drohnen, ihr schnüffelt herum mit euren Spionen. Ihr brecht rücksichtslos Recht und Gesetz, so geht es nicht weiter, es reicht uns jetzt. Wir werden nicht dulden, was ihr hier treibt, wir wollen nicht, dass ihr in Katterbach bleibt. US-Militär zum Wohl der Menschen, diese Lüge könnt ihr euch schenken. Wir wollen euren Kriegslärm nicht länger ertragen, wir wollen es laut und deutlich sagen. Verschont uns Bürger mit eurem Krach, zieht endlich ab aus Katterbach.